Systemische Rattenbekämpfung in kommunalen Abwassersystemen. Modern, vollautomatisch, umweltfreundlich, intelligent. Ratten in der Stadt. Ratten bewegen sich ungesehen in Abwassersystemen durch die Stadt und vermehren sich dort. Weil freilebende Ratten Überträger vieler Krankheiten sind, gelten sie als Schädlinge und sind laut § 17 des Infektionsschutzgesetzes in Siedlungsgebieten zweimal im Jahr bis zur Tilgung zu bekämpfen. Ratten. Verhalten und Vermehrung. Ratten leben in Rudeln, sind ortstreu und verteidigen ihr Familienrevier. Die Ausrottung oder zu starke Dezimierung eines Rudels führt zur Einwanderung eines stärkeren Fremdrudels. Ein Wanderrattenweibchen kann mit seinen Jungtieren, rein rechnerisch, 1952 Nachkommen in einem Jahr zeugen. Konservative Rattenbekämpfung in Abwassersystemen. Nach einem Monitoring mit giftfreien Ködern werden a. Giftköder an einem Draht in die Kanalschächte gehängt, b. Köderschutzstationen, die sich mit steigendem Wasserpegel verschließen oder auf dem Wasser schwimmen können, in die Kanalschächte eingesetzt. Aktuell angewandte Praxis. Auf eine Befallserhebung mit giftfreien Ködern wird aus Kostengründen oft verzichtet. Rodentizide werden mehrmals jährlich flächendeckend in Kanalschächte eingehängt. Es wird jeder zweite Kanalschacht in verschiedenen Stadtteilen belegt, oft geschieht die Belegung wahllos. In der Annahme, dass Ratten überall in Abwasserschächten vorkommen, werden Köder oft zur Vorbeugung eingesetzt. Bei Starkregen oder Rückstau werden die Giftköder aus logistischen Gründen meistens nicht aus den betroffenen Schächten entfernt. Die Erfolgskontrolle richtet sich nach dem Anfraß am Köder und ist nicht zu 100% aussagekräftig. Ein Köder kann mehrfach von demselben Tier angenagt worden sein. Köder sind wasserlöslich. Eine Folge der aktuell angewandten Praxis ist die, nach neuesten Hochrechnungen, in Abwassersystemen ausgebrachte Menge von 1000 Tonnen Gift pro Jahr. Obwohl das Ausbringen von Ködern an Drahtaufhängungen zur Gewässerbelastung mit Giftstoffen beiträgt, sich verschließende, aufschwemmende Köderstationen bei Defekten das Auswaschen der Gifte nicht verhindern, Abwassersysteme mit regelmäßig hohen Wasserständen nicht beködert werden dürfen, die Beköderung in Regenwasserkanalschächten mit am Draht aufgehängten Ködern unzulässig ist. Antikoagulantien in Fischlebern. Im Verlauf kommunaler Rattenbekämpfungsmaßnahmen ergab eine Analyse von in Kläranlagen und Flüssen gesammelter Proben, dass in nahezu allen Leberproben der untersuchten Fische antikoagulante Wirkstoffe, meist zweite Generation, Prodifacum, Diphenacum, Bromadiolon, enthalten waren. Sekundärvergiftungen. 2013 wurden mit der Europäischen Biozidverordnung strengere Anwendungsrichtlinien für Rodentizide aufgestellt. Ziel dieser Risikominimierungsmaßnahmen ist es, den Eintrag von antikoagulanten Wirkstoffen in die Umwelt zu verringern und zu verhindern, dass Nicht-Zieltiere durch Rodentizide versterben oder im Wasser lebende Tiere diesen Wirkstoffen ausgesetzt werden. Rodentizide belasten Gewässer. Eine 2020 vom Bundesamt für Gewässerschutz durchgeführte Umfrage ergab, dass die Rattenbekämpfung in Abwassersystemen trotz anderer technischer Lösungen überwiegend mit Rodentiziden durchgeführt wurde. Fazit: Die Vorgaben der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zur Rodentizidverwendung können nicht konsequent umgesetzt werden. Die Vorgaben der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sollen dazu führen, dass weniger Wirkstoffe, Antikoagulantien, ins Abwasser freigesetzt werden. Denn mit der heute möglichen Abwasserreinigung werden die Antikoagulantien nicht abgebaut und gelangen so mit dem gereinigten Abwasser in Gewässer. Gesetzliche Vorschriften. Im Wesentlichen gilt für Abwasseranlagen, auch für unvorhersehbare Starkregenereignisse mit Überflutungen ganzer Stadtteile, Folgendes. Erstens. Eine permanente Beköderung mit toxischen Ködern in Abwassersystemen ist unzulässig. Zweitens. Giftköder sind alle 14 Tage zu kontrollieren und angefressene Köder sind zu tauschen. Befinden sich keine Fraßspuren am Köder, muss der Köder aus dem Schacht entfernt werden. Drittens. Giftköder dürfen während der gesamten Bekämpfung im Kanal nicht mit Wasser in Kontakt kommen. Resümee. Problematisierung. Untersuchungen eines Forschungsprojekts für das Umweltbundesamt lenken den Fokus bei der Rattenbekämpfung in Abwassersystemen aufgrund der beschriebenen Situation auf folgende Fragen. Erstens. Gibt es Methoden, ein Auswaschen giftiger Wirkstoffe bei Starkregen oder Rückstau erfolgreich zu verhindern? Zweitens, ist zu verhindern, dass in die Kanalisation eingehängte Köder bei Starkregen komplett weggeschwemmt werden? Drittens, wie bekämpft man Ratten in Abwasseranlagen, in denen betriebsbedingte Pumpenausfälle oder Verstopfungen das Beködern mit Rodentiziden nicht zulassen? Viertens,
Wie kann man blitzschnell hunderte von Giftködern aus Kanalschächten entfernen, wenn durch Klimaveränderungen plötzlich hervorgerufene Unwetter mit enorm großen Niederschlagsmengen einsetzen? 5. Mit welcher Technik könnten Kläranlagen antikoagulante Wirkstoffe vollständig aus dem Wasser entfernen? 6. Wie kann dauerhaft vermieden werden, dass Rodentizide ins Abwasser gelangen? Zeit umzudenken. Verantwortung übernehmen. Angesichts der Umweltrisiken ist es an der Zeit, umzudenken. Die technische Innovation für eine umweltschonende, 100% giftfreie Rattenbekämpfung ist bereits verfügbar. Die Alternative für die Zukunft 100% giftfreies, systemisches Rattenmanagement. Unter Berücksichtigung neuester Erkenntnisse aus der Rattenverhaltensforschung. Mithilfe der SmartPipe. Eingesetzt an Hotspots mit der größten Rattenrodeldichte. Vollautomatisch mit permanenter digitaler Befallsdokumentation. Die Lösung SmartPipe. Die SmartPipe ist eine patentierte, digitale und 100% giftfreie Falle zur modernen und umweltfreundlichen Rattenbekämpfung in Abwasserrohren und Rohrleitungen. Die SmartPipe überwacht einen Kanalschacht, akkubetrieben, permanent an 24 Stunden, 7 Tage in der Woche. 100% umweltfreundlich, absolut giftfrei, ohne Köder, alarmiert bei Auslösung, tangiert nicht den Kanaldurchfluss, ersetzt eine umweltschädliche, konservative Rattenbekämpfung. Die SmartPipe versendet digital alle zur Rattenbekämpfung und zum Betrieb der Falle benötigten Daten. Einsatz der SmartPipe. Die SmartPipe wird einfach von oben in den Kanalschacht heruntergelassen und mit Hilfe einer Teleskopstange in das Kanalrohr geschoben und dort verklemmt. Die SmartPipe überwacht den Kanalschacht über Wärme- und Bewegungssensoren, die wie die integrierte Schlagmechanik über einen Akku betrieben werden. Funktionsweise der SmartPipe. 1. Eine Ratte nähert sich der im Kanal angebrachten SmartPipe. 2. Wärme- und Bewegungssensoren erfassen die Ratte. Beim Passieren der SmartPipe wird die Ratte durch einen gezielten Schlag mit den Schlagbolzen tierschutzgerecht blitzschnell getötet. 3. Die SmartPipe sendet alle benötigten Daten an einen Webservice. Dort erfolgt die Analyse und Dokumentation. 4. Durch die Kanalisation fließendes Wasser spült die Ratte weg. Hotspot-Findung. Neben den durch Bürger gemeldeten oder aus der Erfahrung der bisherigen konservativen Bekämpfung bekannten Gebieten sind Mülldeponien, Bauruinen, Abwasseranlagen, Klärwerke, Parkanlagen, Buschwerk oder Raststätten ideale Lebensräume für Rattenrudel und können als erste Hotspots zur Bekämpfung und Kontrolle dienen. Laut einer Studie der Johns Hopkins Universität in Baltimore leben Ratten in Familienrudeln, sind äußerst ortstreu, verteidigen ihr Familienrevier. Die Ausrottung oder zu starke Dezimierung eines Rudels führt zur Verdrängung durch stärkere Fremdrudel, bemisst die Rattenrudel-Reviergröße maximal 400 Meter. Kanalbestückung mit SmartPipes. Nach einer ersten Analyse des Abwassersystems und vorliegender Befallmeldungen wird eine bestimmte Anzahl SmartPipes in die Kanalschächte des ersten ausgewählten Hotspots eingesetzt. Nach Absprache oder erfolgreicher Bekämpfung wird ein Teil der SmartPipes in die Kanalschächte eines anderen Hotspots versetzt, wobei, wenn nötig, einige der SmartPipes im ersten Hotspot verbleiben, die sogenannten Torwächter. Damit kann die Rattenrudelgröße kontrolliert und ein Auswandern des Rattenrudels wegen zu starker Dezimierung bzw. Bekämpfung verhindert werden. Zeit umzudenken für eine sichere und gesunde Zukunft. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Für weiterführende Informationen zur SmartPipe und der systemischen Rattenbekämpfung in kommunalen Abwassersystemen wenden Sie sich gerne an unseren Vertrieb unter der Telefonnummer 0800 240 6666. Apex Schädlingsbekämpfung. Wir lösen Ihr Problem.